Hallo ihr Lieben, wir machen heute mal einen kleinen Ausflug von unserer Redaktion in Hürth nach Mountain View in schöne Kalifornien. Dort finden wir in direkter Nachbarschaft zu Apple und Google das Microsoft Research Department. Das feierte jüngst sein 20-jähriges Jubiläum und hat eigentlich überall seine Finger im Spiel. Social Computing, maschinelles Lernen, Hardwareentwicklung und eben auch die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, wo wir uns heute mal ein paar interessante Konzepte anschauen wollen. Den Anfang macht OmniTouch. Dieses Gadget trägt man modebewusst über der Schulter. Hat so einen leichten Borg-Style, oder? Und es besteht im Grunde aus einer Kinect-Kamera und einem kleinen Projektor. Die Kamera registriert zum einen eure Fingerbewegung, zum anderen aber auch Arm- und Handfläche, die der Projektor anschließend als Projektionsfläche nutzt. Anstatt also auf ein externes Display zu setzen, nutzt Microsoft einfach die Fläche aus, die ohnehin jeder mit sich umträgt, was ja durchaus sinnvoll ist. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Arm und Hand, sondern auch mit allen anderen Flächen, wie einem Papier oder dem Tisch. Für Videospiele bringt OmniTouch im Endeffekt die gleichen Vorzüge wie die Touch-Displays gängiger Smartphones und Tablet-PCs. Das Interface bzw. Button-Layout kann voll und ganz an das jeweilige Game angepasst und direkt darauf zugeschnitten werden. Eine weitere coole Anwendung ist der 3D-Scan. Hierbei wird einfach mithilfe des Tiefensensors der Kinect-Kamera ein virtuelles Abbild des Raums erzeugt, in dem man sich gerade befindet. Vergleichbare Hacks konnte man ja schon auf YouTube bewundern. Beeindruckend ist der enorme Detailgrad der berechneten Objekte. Das sind keine unförmigen Polygonhaufen, sondern komplexe virtuelle Kopien, die sich sogar noch in Echtzeit beeinflussen lassen. Wenn der Programmierer jetzt die Obstschale entfernt, verschwindet sie auch auf dem virtuellen Tisch. Last but not least funktioniert die Technik auch mit Menschen. Es wäre also möglich, einen Avatar von sich zu scannen und dann Seite an Seite mit dem Master Chief in die Schlacht zu ziehen. So, nun kommen wir zur mit Abstand coolsten Spielerei, die sich die Microsoft-Jungs ausgedacht haben, dem Prototyp. Der Prototyp besteht aus einem Head-Up-Display, einer Webcam zur Gesichtserkennung sowie der notorischen Kinect-Kamera. Blicke ich nun durch das Display, sehe ich verschiedene computerberechnete Objekte, die ich greifen und direkt beeinflussen kann. Auch wenn man die virtuellen Gegenstände nicht haptisch berühren und fühlen kann, klar, ist das schon ziemlich Star Trek-mäßig. Zudem muss man sich vergegenwärtigen, dass man hier keinen futuristischen Hightech-Hokuspokus sieht, der irgendwann in 20 Jahren aufschlägt. Alle drei gezeigten Studien nutzen in erster Linie die Kinect-Kameratechnik und die befindet sich bereits in vielen Wohnzimmern. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in Microsofts Hexenküche gefallen. Schauen wir mal, was davon die Marktreife erreicht. Das war Kai Kloffita für nextgame.de.